Marc Schneider, bist du vor dem letzten Match von der Vorrunde? Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie zufrieden bist du mit dieser Vorrunde? Bis jetzt eigentlich zufrieden, auch was die Punkte anbelangt. Aber gleich, wir haben noch ein grosses Ziel. Wir wollen unbedingt auf die 28 Punkte kommen. Und dann können wir sagen, es ist eine gute Vorrunde gewesen. Was war jetzt so dein fußballerische Highlight in diesem letzten halben Jahr? Boah, es hat wirklich viel gehabt. Natürlich das Heimspiel gegen Basel, wo wir dann zurückkommen, zweite Halbzeit, ist sicher etwas vom Besseren gewesen. Aber gleich, es hat noch jenste andere gute Momente gehabt. Wirklich viele Tiefpunkte hat es ja nicht gegeben jetzt in diesem halben Jahr. Was war für dich ein Tiefpunkt gewesen? Auch da, es hat immer wieder so ein bisschen Phasen gegeben, wo wir es vielleicht nicht so gut haben gemacht. Es hat vielleicht wo nicht nur auf dem Platz im Spiel war, wo nicht gut war, sondern vielleicht auch in der Trainingseinheit, das eine oder andere, wo mir vielleicht nicht so gefallen hat. Und da gibt es immer so kleine Sachen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt von einem riesen Tiefpunkt reden können in dieser Vorrunde. Wie würdest du jetzt deine Mannschaft charakterisieren? So jetzt, was für eine Mannschaft haben wir gesehen in dieser Vorrunde? So steh auf, Männchen. Nein. Eine Mannschaft, die sehr lernfähig ist, sehr lernwillig ist, die es immer wie besser macht, das, was wir uns vorstellen. Und gleich haben wir noch Luft gegen oben. So charakterisiere ich irgendwo unsere Mannschaft im Moment. Wirklich lange Pause gibt es ja nicht. Im 3. Jänner geht es schon weiter, wieder mit der Rückrundenvorbereitung. Auf was müssen wir für dich jetzt so als Trainer in der Rückrunde besonders den Fokus legen? Ja, nein, gleich weiterarbeiten wie jetzt. Natürlich, wir wollen das eine oder andere noch verbessern. Sonst wären wir faul am Platz. Aber die Grundidee die ist sicherlich da. Wir müssen eine gewisse Flexibilität haben. Das wird unabdingbar sein, dass wir auch in der Rückrunde ein bisschen flexibel werden müssen, wollen sein. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir in der Vorbereitung darauf herarbeiten. Aber zuerst ist jetzt noch der Match am Samstag gegen GC, da wollen wir noch schnell heute drüber reden. Du hast gesagt, 28 Punkte, das ist das grosse Ziel, also 3 Punkte sind gefordert hier in der Stockhorn Arena. Ja, da machen wir auch keinen Hehl draus. Wir wollen unbedingt die 3 Punkte abhalten. Sicherlich auch nach dem letzten Spiel im Derby, wo wir so knapp dran waren, diese 3 Punkte. Ja, haben wir uns vorgenommen, den Frust, den wir irgendwo nach dem Spiel in positive Energie umzuwandeln und da ein riesen Spiel machen gegen GC und die 3 Punkte abhalten. Hat das Spiel gegen IB wirklich so eine jetzt erst recht Mentalität bei den Spielern ausgelöst? Ja, kurz nach dem Spiel, wo wir in die Garderobe kamen, hat man gehört, okay Jungs, natürlich, wir sind enttäuscht gewesen, das wäre ja schlecht, wenn wir es nicht wären gewesen. Wir sind sehr enttäuscht gewesen und gleich sind wir positiv gewesen und haben gesagt, okay, komm, jetzt nehmen wir alles mit, was wir jetzt hier erlebt haben und versuchen das umzusetzen in dieser Trainingswoche und schlussendlich am Samstag im Spiel und das eben irgendwo in eine positive Energie umwandeln können.